Moin Freunde, ja, vor dem Fest wollte ich mich noch mal melden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin zwar nicht gläubig, aber ich mache mir, oder naja, so halb und halb. Und mache mir mal Gedanken so, warum wir überhaupt Weihnachten feiern. Ist es wegen den Geschenken, der Stimmung? Man so spaziert nicht auf dem Abend, und man guckt so in die Gärten rein. So viele sind so festlich erleuchtet, man sieht den Weihnachtsmann, das amerikanische Rentier, und da frage ich mich, ob er das Wichtigste ist, dieser Weihnachtsmann. Ich habe noch niemals auf die Blase in Gott irgendwo stehen, über Jesus. Naja, Gott ist ja unfassbar, den kann man nicht, Quatsch, was ich sagte eben, wa? Ja, und dann ist das ja alles wunderbar eigentlich. Da könnte man denken, Mann, prima, Weihnachten schneit zwar nicht und kalt ist auch nicht. Und wenn ich so denke an die Weihnachtsgeschichte, die ist ja auch wirklich schön. Man sich vorstellt, Bethlehem, tiefer schneit, Quatsch, damals hat ja nie geschneit, war nicht kalt. Aber ist ja halt, Bethlehem, Quatsch, Bethlehem, denn Maria und Josef, der Stall, der kleine Jesuskindlein drin, die Könige, Balthasar, Kaspar, wie ist der, Melchior. Und da kann ein wirklich in Weihnachtsstimmung kommen. Vorausgesetzt, du hast natürlich auch warme Bude, kannst einen Tannenbaum leisten, hast schön zu essen, brauchst ja keinen Kopf machen, ob du die Miete zusammenkriegst. Ja, das kommt an, was du für ein Mensch bist. Da frage ich mich, hat Gott alle Menschen gleich lieb? Den Bundestagabgeordneten, die Kanzlerin, die 20.000 Euro im Monat kriegt und noch mehr und weiß nicht, wohin damit? Und andere, eine Putzfrau auf Rente, weiß nicht, was sie zu essen kaufen soll. Eine ganze Ente kann er vergessen. Ja, und das ist so, weil ich mir so denke, ist eigentlich Mist alles. Ja? Also, es ist leicht, an Gott zu glauben, wenn es einem gut geht. Wenn du aber krank bist und nicht gerade so wie Kohle hast, dass du niemand mit dir Medikamente leisten kannst, dann bist du ohne angeschissen. Oder denke ich nur an die Leute, an die doch Obdachlosen, manche behaupten ja, die braucht ja nicht jedem, die Besserwisser. Weil du kommst schneller hin, als wie du denkst. So, während wir hier in einer warmen Stube sitzen, müssen die nachts unter einer Brücke verbringen. Wissen nicht, ob sie überfallen werden. Die müssen Flaschen sammeln, damit sie überhaupt sie was zu essen kaufen können und selbst zu trinken. Wer will nicht trinken? Jeder Mesch möchte zu Weihnachten wenigstens ein Bier trinken, wie der Garnal getrinkt. So was sollte der arme Kerl nicht auch machen. Bloß da zeigt man mit Fingern und sagt, wie kann er bloß? Der soll lieber was essen. Ja, das ist wirklich traurig, also auf der Welt nicht so lustig, wie man denkt. Aber man soll wahrscheinlich nicht allzu weit besser sehen, denke ich mal. Dann geht's schon aufwärts. Oder auch nicht. Ja, wünsche euch ein frohes Fest. Sie rüsten wieder mal zum Krieg. Träumen wieder mal vom Sieg, haben wieder nichts gelernt. Nach 70 Jahren, nach 70 Jahren, nach 70 Jahren, nichts gelernt. Nach 70 Jahren, nach 70 Jahren, wieder nichts dazu gelernt. Denn nur ein Narr ist so gewitzt,
schlägt am Ast, auf dem er sitzt. Doch eh das Männchen Dummheit siegt, lass uns noch leben, lass uns leben, lass uns leben, solang's noch geht. Lasst uns leben, lasst uns leben, solang die Erde sich noch dreht. Sie tanzen wieder wie im Wahn, Rock'n'Roll auf dem Vulkan. Doch bis der Totentanz beginnt, lass uns noch leben, lass uns leben, lass uns leben, solang's noch geht. Lasst uns lieben, lasst uns lieben, solang die Erde sich noch dreht. Oh, lasst uns lieben, oh, lasst uns lieben, solang die Erde sich noch dreht. Oh, lasst uns lieben, solang die Erde noch besteht. Irgendwo im weiten Raum starb einmal der Menschheitstraum. Von dem Frieden auf der Welt Dankeschön, wünsche allen, die mir gerade zugeguckt haben, eine frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Trotzdem.